Hallo, ich freue mich, dass du beim Golfen mit Freude bist. Ich hoffe sehr, dass du diese Weihnachtszeit genießt, dass du Zeit hast, an deinem Schwung zu arbeiten. Ich möchte dir dabei helfen. Also in den nächsten 5 Tagen bis Weihnachten werde ich jeden Tag dir einen Tipp geben für zu Hause. Du kannst natürlich auch auf dem Platz machen, falls das Wetter es bei dir gestattet. Der erste Tipp, den ich dir geben möchte, ist viel wichtiger, als man denkt. Es geht um den Abstand zum Ball. Du hast so viel bessere Chancen, den Ball mittig zu treffen, wenn der Abstand bei dir stimmt. Als allererste, was du machen kannst, um den richtigen Abstand zum Ball zu finden, ist einfach einen Probeschwung zu machen. Gucken, genau wo du aufkamst. Jetzt von dieser Stelle bis da, dieses Stück, muss ich mit den Füßen nach vorne. Jetzt weiß ich, dass ich den richtigen Abstand für mich machen. Und ich muss nur gucken, dass ich den Boden treffe. Wenn das zu ungenau für dich ist, wenn du es noch genauer wissen möchtest, wie weit du vom Ball stehen musst, dann bitte probiere Folgendes. Nehme den Stand ein. Ich habe übrigens hier ein Eisen 8. Und nachdem du den Stand eingenommen hast, lasse den Schläger los, erstmal mit der rechten Hand und gucke mal, was der rechte oder die rechte Hand macht. Bei mir fiel der Arm zu den Beinen und dann macht es auch mit dem anderen Arm und da merke ich wieder, dass die Hand nach da mischte. Das ist ein Zeichen, dass ich zu weit weg vom Ball bin. Okay, ich stehe jetzt näher und jetzt lasse ich wieder los. Und was macht meine Hand, mein Arm? Der bewegt sich weg vom Körper. Das wäre die natürliche Position und da war ich beim Stand. Mit dem linken Arm passiert genau das Gleiche. Das ist ein Zeichen, dass ich zu nah am Ball stehe. Also, du hast es geahnt. Ich musste ein bisschen weiter weg vom Ball. So, ich muss so weit weg vom Ball stehen, dass wenn ich meine Arme hängen lasse, wenn ich die frei lasse, dass sie wieder zum Körper hin oder weg vom Körper sich bewegen. Das heißt, beim Stand möchte man schöne hängende vertikale Arme haben. Das werde ich jetzt testen. Ja, das passt. Und jetzt freue ich mich auf einen guten Schlag. Flickball.